rot und sehr schnell auf grün gegangen. Menzel versucht vorzukommen auf der linken Seite jetzt. Und einen katastrophalen Start hatte in dieser Saison, jetzt über 2 Sekunden Vorsprung nach der sehr gutes Gefühl, brauchte jetzt aber die Freitag- und Samstagstrainings, um das Auto weiterzuentwickeln. Es hat in Silverstone etwa mal geregnet. Erst jetzt konnte man auf einer trockenen und warmen Strecke weitere Erfahrungen sammeln. Bei Williams sagte man, wenn wir noch etwa eine Stunde länger trainieren könnten, vor allem das Verhalten mit vollen Tanks besser abstimmen, unser Auto wäre noch viel besser. Aber ich denke, vielversprechend ist es zumindest nicht, dass auch eine Frage der Zeit, wann auch Menzel dort rechts abzweigen wird und die Boxenstraße nimmt. Die Sensation, Martini in Führung vor Gerhard Berger. Wer ist dieser Pierluigi Martini, den wir jetzt dann in dieser Gegenlichteinstellung? Es sieht nach Arrows aus, aber ich kann nicht erkennen, welcher Fahrer das war. Sein wird. Uns interessiert aber im Moment Pierluigi Martini am meisten, der zweite Fahrer hier in der Gruppe, gefolgt von Berger. Und jetzt ist seine Führung vorbei. Der 200-Stunden-Kilometer-Grenze jedenfalls. Und so sieht es 30 Runden vor Schluss aus. Berger 1,9 Sekunden. Kommt auf halbe Höhe und trifft Senna am Hinterrad. Sondern Pierre Abwechslung und viel Dramatik. Denken wir an den Zwischenfall mit Menzel und